Ein guter Agile Coach ist auch ein guter Mentor. Nur was zeichnet gutes Mentoring überhaupt aus? Dazu spreche ich in der heutigen Folge mit Claudia Arius, die einige spannende Erfahrungen zum Thema Mentoring in diese Folge mit einbringt. Claudia, danke für diesen tollen Austausch und euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, heute sprechen wir über das Thema Mentoring. Ich bin sehr froh, dass Claudia Arius bei mir ist und wir zusammen das Thema mal aufarbeiten. Claudia, schön, dass du da bist. Hi, vielen Dank für die Einladung, Ralf. Wie gesagt, mein Name ist Claudia. Aktuell bin ich in Spanien bei SEAT, baue dort den Agile Center of Excellence auf. Die Idee ist, nicht alles komplett zu agilisieren, sondern tatsächlich dort Probleme zu lösen und das mit dem agilen Hintergrund, da wo es halt notwendig ist. Und es macht einfach mega Spaß. Und parallel bin ich dabei, habe verschiedene Mentees in meinem Umfeld und habe dann neben meinem ursprünglichen Job unglaublich viel Spaß bei. Und bin total froh, da so meine Erfahrungen mit dir zu teilen. Perfekt. Damit fällt die Frage, was dich mit dem heutigen Thema verbindet, quasi weg. Die haben wir damit auch geklärt, denke ich. Nämlich, du tobst dich in dem Bereich aus. Was uns aber nochmal zu der spannenden Frage bringt, was ist denn eigentlich Mentoring? Was ist da so deine Antwort drauf? Ich kann da keine eigene Antwort drauf geben, weil ich bin eher nicht der Theoretiker, ich bin eher der Praktiker, aber ich kann dir mal ein Gefühl dafür geben, was für mich Mentoring bedeutet, ohne es definieren zu wollen. Für mich ist es bisher, ich mache seit 2,5 Jahren, bedeutet es, dass ich Menschen begleite, die auf der Suche sind nach Unterstützung, nach Challenging von herausfordernden Situationen im Leben und vor allem einfach auch nach ein Stück weit Motivation, Feedback und auch mal einen anderen Blickwinkel. Denn für mich bedeutet Mentoring definitiv nicht nur ein rein beruflicher Kontext, sondern vor allem auch in einem privaten Kontext. Also für mich ist es eher eine informelle Beziehung, die man dort aufbaut, die auch durchaus länger gehen kann, weil zum Beispiel beim allerersten Mentee, mit dem bin ich immer noch in Kontakt, relativ eng, da ist fast eine Freundschaft draus geworden. Und das, wie gesagt, jetzt schon seit 2,5 Jahren. Und wie gesagt, es gibt natürlich, man kann das googeln, da gibt es verschiedene Definitionen, aber ich bin nicht der große Freund davon, sondern eher so, für mich bedeutet einfach auch Mentoring, individuell herausfinden, wie man diese Rolle auf Augenhöhe für sich selber gestaltet und ausleben kann. Und ganz wichtig für mich, wirklich ist es halt eine menschliche Begleitung für Menschen, in dem Moment in meinem Fall vor allem für Frauen und sie in ihrer beruflichen, aber auch in ihrer persönlichen Weiterentwicklung zu unterstützen. Was für Mentoring-Programme machst du denn da? Also erzähl doch einfach mal so ein bisschen konkreter, was das für welche sind. Ja, also ich bin eigentlich während Corona so ein Stück weit drauf gekommen, weil gefühlt vor 2, 3 Jahren war es vor allem bei LinkedIn ein mega Hype gewesen, als irgendwie jeder zu Hause war und natürlich auch im digitalen Umfeld unterwegs. Und auf einmal konnte man gerade auch auf LinkedIn-Profilen überall diesen Zusatz Mentor oder Mentoring lesen. Und bis dato hatte ich das noch gar nicht so wirklich groß auf dem Schirm gehabt, selber in Richtung Mentor zu gehen, bis ich dann über mein Frauennetzwerk Panda, in dem ich schon seit ein paar Jahren aktiv bin, bis dort einmal aufgerufen worden ist zu einem Piloten. Dort war nämlich die Idee, das gesamte Thema Mentoring zu digitalisieren und auf eine Plattform zu heben. Und das hieß Volunteer Vision, richtig, diese Plattform. Und da hatte man die Möglichkeit, sich drauf zu bewerben, als Mentor, aber auch als Mentee. Und dann wurde man über einen Algorithmus gematcht. Das fand ich mega spannend, weil bisher war meine Erfahrung gewesen, auch meine persönliche Erfahrung, dass man eher einen Mentor in seinem Alltag, in seinem beruflichen Alltag irgendwie findet. So war es zumindest bei mir gewesen. Ich hatte mein damaliger Chef, wir haben irgendwie so eine Mentor-Mentee-Beziehung aufgebaut im Laufe unserer Zusammenarbeit, obwohl wir sie nie richtig institutionalisiert haben, schwieriges Wort. Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl gehabt, dass ich ihn immer fragen kann, wenn ich irgendwelche Herausforderungen beruflicher Art habe und irgendwann auch tatsächlich einfach immer wieder um Rat und Tat fragen konnte. Und dann dieser Aufruf durch das Panda-Netzwerk fand ich dann gehend spannend, dass es, wie gesagt, irgendwie so ein Stück weit professionalisiert worden ist. Dem bin ich dann gefolgt, habe mich dort beworben.
und wurde auch relativ kurzfristig danach gematcht mit meinem allerersten Menti Christina. Neben diesem Mentoring-Programm bin ich dann auch auf MentorMe gestoßen. Das ist auch ein relativ großes Netzwerk in Deutschland, was auch in den letzten ein, zwei Jahren wirklich auch viel Werbung und Marketing, vor allem auch auf LinkedIn, gemacht hat. Und dort hatte ich mich dann auch ganz normal angemeldet über den Link und wurde auch innerhalb von 3 Monaten, glaube ich, oder so gematcht. Da ist dann meine zweite Menti draus entsprungen. Mhm. Und dann interessanterweise bei Audi, bei meinem Arbeitgeber, da haben wir jetzt auch ein internes Mentoring-Programm aufgesetzt und einfach dort auch nochmal sehr speziell und individuell für unsere Herausforderung innerhalb der IT, für Frauen in dem Fall, Hilfe und Unterstützung zu liefern. Und das ist halt mein drittes Umfeld im Bereich Mentoring. Und ganz frisch, vor 3 Tagen habe ich ein Menti aus der Ukraine, oder wurde ich mit einem Menti aus der Ukraine gematcht. Aktuell in der jetzigen Situation, in der wir uns befinden, gibt es vor allem auch unglaublich viel Unterstützung im digitalen Umfeld. Wie gesagt, da gibt es jetzt auch Organisationen und Programme, die ukrainische Flüchtlinge in dem Fall matchen und denen einfach Hilfestellung geben möchten und wollen, damit sie auch ein Stück weit Normalität wieder in ihren Alltag bringen. Und ich habe mich halt auch dafür in einen dieser Organisationen angemeldet und wurde mit einer ukrainischen Menti gematcht. Wir hatten unseren allerersten Austausch vor 2 Tagen, glaube ich. Und dort ist vor allem natürlich der Hintergrund, dass ich ihr helfe, einmal ihren Lebenslauf in CV zu pimpen und auch ihr ein Stück weit im Bereich LinkedIn zu helfen, um dann im besten Fall auch sie zu matchen in Richtung neuer Arbeitgeber, neue Hoffnung. Mhm. Was ist da für dich der Unterschied zum Coaching, wenn du aufs Mentoring drauf guckst? Für mich ist ein Coach jemand, der zum einen eine Ausbildung hat, ob die jetzt überall anerkannt ist oder nicht, das möchte ich dahinstellen, aber definitiv gibt es dort ja wirklich auch ein strukturiertes Lernen in Richtung Coaching. Und für mich bedeutet auch Coaching, dass man ein ganz bestimmtes, spezielles Problem bearbeitet, was nicht nur im beruflichen Umfeld, auch im privaten Umfeld gesetzt werden kann. Aber man einigt sich von Anfang an auf eine Coaching-Aufgabe oder auf eine Coaching-Herausforderung. Die arbeitet man dann ab und dann hat man auch eine relativ gute Messbarkeit oder auch einen relativ guten Indikator, wenn man das abgeschlossen hat und kann ein Ergebnis feststellen sozusagen. Und für mich Mentoring bedeutet es eher, was ich schon vor uns gesagt habe, eher eine informelle Beziehung. Man hat eine klare Abgrenzung von der Rolle. Man weiß ja genau, wer ist Menti und wer ist Mentor. Ähnlich auch wie beim Coaching, wer ist Coach und wer ist Coachee. Aber man hat jetzt nicht eine reine spezifische Aufgabe, die man bearbeiten oder abarbeiten möchte, sondern es geht eher hier um Begleitung und um Unterstützung. Und die verschiedenen Themen, die innerhalb eines Mentorings aufkommen, die sind halt im Flow drin, die kommen mit den verschiedenen Austauschen, die man hat. Aber aus meiner Erfahrung heraus nicht ähnlich wie bei einem Projekt, was einen Anfang und ein Ende hat, sondern eher einen Flow über einen aktuell bei mir auch eher unbestimmten Zeitraum. Und Coaching ist für mich bisher immer sehr in einem sehr begrenzten Zeitraum gewesen oder in einem abgesteckten Zeitraum. Also es ist, du meinst an der Stelle, es ist halt ein klareres Engagement, was wir dabei haben. Und ich glaube, was wir noch oben drauf packen können bei Coaching, liegt ja eigentlich vor allen Definitionen, die ich kenne, die Definition darin, dass die Lösung in dem Coachee liegt. Und dass es im Grunde darum geht, Hilfe zur Selbsthilfe zu schaffen, wenn ich, glaube ich, beim Mentoring deutlich stärker auch verorte, dass der Mentor eine erfahrene Person ist, die aus ihrer Erfahrung halt auch mit Rat und Tat zur Seite steht. Ich glaube, das ist schon nochmal ein... Für mich ist es gar nicht so der Unterschied, weil auch beim Mentoring zumindest meine Einstellung oder meine Wahrnehmung ist, dass ich meinem Menti ja keine Lösung vorgebe. Ganz im Gegenteil, sondern auch da liegt die Lösung im Menti. Natürlich. Und ich sehe meine Aufgabe eher da drin, durch Fragen, Hinterfragen, Feedback geben und Blickwinkel auch geben, andere Blickwinkel geben, dort immer wieder dem Menti auch zum Nachdenken anzuregen und auch zur Selbstreflexion gegen Ende. Und für mich bedeutet, und natürlich hoffe ich auch, dass auch Coaches dort die erfahrenen Personen sind in dem Umfeld, in dem ich sie brauche. Ich glaube, für mich ist es wirklich eine Abgrenzung, weil man mit seinem Coach ja auch einen Vertrag eingeht.
bedeutet, man hat eine klare. Da gibt es unterschiedliche Schulen. Ja, okay. Gut, dann, aber Also dann. da gibt es unterschiedliche Schulen und da gibt es auch die Schule von denen, die sehr stark drauf gehen, dass gerade bei systemischem Coaching man sagt, dass die Lösung in der Person drin liegt und dass es eher darum hilft, dabei zu helfen, Sachen im Kopf umzuparken und zu sortieren an der Stelle, so ein bisschen auch kontextfreier zu helfen, die Sachen, wo wir uns schwer tun, selber zu durchdenken. Also das sind die Punkte, die mit reingehen. Und da würde ich schon sagen, dass ich hoffe, dass Mentoren auch dabei helfen, Nachhaltigkeit zu erzeugen. Das geht auch nur, wenn wir, glaube ich, dort nichts aufoktroyieren. Aber in einer gewissen Coaching-Schule ist es, glaube ich, deutlich freier an der Stelle zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht der Experte für für deinen Kontext, sondern ich bin ein Experte dafür, wie ich dir helfe, in deinem Kontext das mit deinen Sachen zu explorieren, wo ich bei Mentoring halt sehr viel stärker auch das Gefühl habe, dass ein erfahrener Mentor agiert in einer Mentor-Mentee-Beziehung in Bezug darauf, dieser Person in der Situation zu helfen, neue Blickwinkel aufzuzeigen, weil halt Wissen alleine nicht ausreicht, sondern es braucht, glaube ich, meines Erachtens eine berufliche Unterstützung im Kontext Rat, Tat, um mit Rat und Tat und Feedback zur Verfügung zu stehen, Sachen vielleicht auch mal vorzuleben oder in die Hand zu nehmen und dabei einfach zu helfen, in dieses Neue reinzukommen. Und das ist bei klassischen Coaching-Sachen, glaube ich, deutlich weniger drin. Ja, aber spannend, weil für mich, ich finde oder mir fällt es auch tatsächlich immer wieder schwer, gerade auch in diesem theoretischen Umfeld dort eine klare Linie zu ziehen oder eine ganz eindeutige Abgrenzung zu ziehen. Ich glaube, das ist auch gar nicht, Ich glaube, es doch gibt gar nicht, keine. Ich das ist glaube, nicht es genau gibt der keine. Punkt. Ich glaube, wenn jemand aus dem Mentoring rauskommt, versucht er dabei zu sagen, einerseits zum einen gucken wir immer wieder auch auf unterschiedliche Denkschulen drauf, versuchen es abzugrenzen und machen die eine dann kleiner und sagen, das ordnen wir unserer zu. Ja. Und ich weiß zum Beispiel von den koaktiven Coaches, dass wenn einige sagen, ja, das sollte nicht Vermittlung sein, und da meinte ein sehr erfahrener koaktiver Coach zu mir, ein Coaching-Skill im koaktiven Coaching ist Training. Und dann ist halt so der Punkt dabei, dass jeder aus seinem Frame of Reference heraus natürlich agiert, was er dort letztlich jetzt gerade sieht. Aber gleichzeitig ist es auch wieder gut, es nicht ganz in einen Brei zu schmeißen, wenn man zum Beispiel sagt, es macht Sinn, zum Beispiel Fähigkeiten hat zu haben mit Powerful Questions, mit einer Art zu agieren, wie man eine Person challenged, damit in ihrem Kopf bestimmte Sachen passieren. Genauso macht es Sinn, als erfahrener Mentor zu agieren, zu sagen, ich weiß, wie ich mit meinen Ratschlägen so fast so wie früher so eine Auszubildender Beziehung es schaffe, jemandem zu helfen, dabei zum Beispiel auch manchmal, dass dabei Sachen entstehen an der Stelle, dass am Ende die Person natürlich für sich persönlich reifen muss, aber die Erfahrung, glaube ich, da auch ein wichtiger Punkt ist, der mit reinspielt. Also das ist das, Definitiv, ja. wo ich versuche, das zu sortieren. Aber Ja, ich einfach ist es glaube. nicht und wahrscheinlich werden uns ganz viele Leute jetzt anschreiben und sagen, ich habe da schon mal meine offizielle Definition irgendwo gelesen. Aber wahrscheinlich ist das Mehr auch nicht so als wichtig. happy, Wichtiger ist, glaube ich, dass ja, also auch mehr als happy, wenn dort Input kommt, weil ich glaube, auch wenn man selber in einer Mentor-Mentee-Rolle steckt oder halt auch in einer Coaching-Rolle, hilft es immer wieder, sich selber auch zu reflektieren und zu fragen, so, hey, wie ist eigentlich jetzt auch oder wie kann man auch sein Rollenbild und seine Verantwortung auch verstehen? Von daher auch da immer wieder gern auch für den offenen Austausch da. genau. Genau, und dafür werden wir auch in dem Artikel werden wir auch natürlich auch noch deine Kontaktdaten verlinken, sodass Leute dich auf LinkedIn und ähnliches anschreiben können. Ich freue mich da auch immer über Rückmeldungen. Was ich jetzt aber nochmal zusammenfassen bei dem, was für mich Mentoring ist, ganz spannend finde, ist, glaube ich, der Kernankerpunkt, auf den wir uns einigen können, ist, Wissen alleine reicht nicht aus, um in einem neuen Kontext zu agieren. Ich glaube, das ist so der Punkt, aus dem heraus so die Kraft des Mentorings so ein Stück weit halt auch kommt an der Stelle, weil man manchmal auch zaghaft ist, manchmal auch naiv. Und da halt einfach es dann halt auch darum geht, wie finde ich da meinen Weg, weil wenn ich in einer ganz neuen Arbeitsweise bin oder in einem Kontext, wo ich noch lernen muss, mit umzugehen, du hast ja gesagt, auch bei deinen Frauennetzwerken, ich glaube, da geht es nicht darum zu wissen, was theoretisches Wissen ist, wie man mit schwierigen Situationen umgeht, wo alte weiße Männer lustige Dinge erklären, sondern da geht es teilweise auch darum zu sagen, was hat sich bewährt, damit umzugehen und Empathie zu kriegen, oder? Ja, total. Und vor allem, du sprichst halt einen ganz interessanten Fakt an, weil ich habe die Wahrnehmung, dass vor allem auch Frauen auf der Suche nach Mentoren sind und auch gerne nach weiblichen Mentoren, weil ich dann das Gefühl habe, dass sie auch ein Stück weit ein Role Model und ein Vorbild suchen. Und gerade das Thema zaghaft sein und sich auch vielleicht unter Wert zu verkaufen, das ist tatsächlich auch in meiner Wahrnehmung immer wieder so ein Frauending.
seltsamerweise, weil auch mit den Mädels, mit denen ich in Kontakt bin, denke ich mir jedes Mal so, also ganz ehrlich, ich kann von euch mindestens genauso viel lernen und ihr gebt mir genauso viel Feedback zum Verhalten und auch in Richtung sehr, sehr herausfordernde Situationen in meinem Leben, dass ich dann manchmal so auch, also gerade auch in der, wenn man ein Stück, wenn man sich also wirklich schon seit 1,5, 2 Jahren kennt, wo ich mir manchmal denke, da verschwimmt auch wiederum das Rollenbild zwischen Mentee und Mentor. Einfach weil man, wie gesagt, gerade in dem Feld unglaublich auf Augenhöhe miteinander geht. Und viele Frauen, denen ist, glaube ich, manchmal gar nicht bewusst, wie viel Wissen, wie viel Stärke, wie viel Kompetenz sie eigentlich schon mitbringen. Und dann, wenn man in dieses Mentoring reingeht und dann einfach nochmal diesen Blickwinkel öffnet und ihnen das spiegelt und ihnen das mitgibt und auch durch Fragen diese Antworten herauslockt, die einfach super smart und super clever sind. Und aus diesem Grund, ich mir manchmal wirklich dann nur frage, eigentlich wäre es ganz cool, wenn da vielleicht auch der ein oder andere Mann diesen Schritt gehen möchte, ne? Um sich nochmal zu reflektieren und auch sein Verhalten auch nochmal ein anderes Feedback zu bekommen, weil ich tatsächlich glaube, dass gerade auch als Mentor für einen weiblichen Mentee genau dort auch eine Herausforderung liegt, diesen Menschen, diesen Frauen ganz klar zu zeigen, hey, ihr seid richtig großartig schon, eigentlich braucht ihr gar nicht mehr so viel Mentoring oder Coaching, sondern geht einfach in die Welt heraus und zeigt, wie toll ihr seid. Und diesen Schritt, diesen Impuls geben und diesen Support geben, definitiv. Wobei, das ist vielleicht sogar ein ganz spannender Punkt, den finde ich, wenn Leute neu als Scrum Master oder als agiler Coach anfangen, da ist der fast erstaunlich ähnlich gegen, weil man dann reingeht, also Leuten sagt, ich bin als moderne Führungskraft hier, ich höre zu, ich gucke drauf, aber wo setz ich Akzente? Bringe ich eine gewisse Klarheit rein? Wo laufe ich Gefahr, vielleicht auch mal nur auf dem Beifahrersitz zu landen, wo ich eigentlich gucken soll, dass wir reingehen, aber aus einer Haltung, dass es dann wieder auch nicht übergriffig ist, haben wir in der Position ja auch. Und den Zusammenhang habe ich vor unserem Gespräch jetzt so noch gar nicht gesehen, aber ich glaube, da ist Mentoring ein ganz wichtiger Faktor, der uns dabei helfen kann, einfach vielleicht auch einfach Zuversicht zu gewinnen oder auch einfach neue Blickwinkel, aus denen heraus man dann sagt, ja, jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, fühle ich mich da eigentlich ganz gut und ich mache das mal. Und für mich sind da aber total krasse Parallelen auch im Bereich Scrum Master und agiler Coach, ja, oder agiler Facilitator. You name it, gibt ja irgendwie 1.000 Bezeichnungen für diese Rolle, weil man da ja auch in diese Position geht, dass man seinem Gegenüber oder dem Team oder dem, in meinem Fall, dem Mentee, sagt, was du jetzt machen musst, sondern dass man die Selbstverantwortung gibt und einfach nur Hilfestellungen gibt, um selber gewisse, sich, also die richtigen Fragen zu stellen, um dann halt auch für sich selber die richtigen Antworten zu finden und entsprechend auch die richtigen Lösungen zu finden. Und was ich auch in meiner Mentorrolle unglaublich wichtig finde, ist, dass ich die Chance habe, dass ich nicht direkt in dem Leben meines Mentees involviert bin, sondern immer einen Blick von außen habe, dass ich natürlich auch vermeintliche Probleme viel einfacher erkennen kann und durch Fragen und durch Hinterfragen und durch Feedback geben, auch Lösungsansätze aufzeigen kann. Weil gegen Ende die Lösung, was wir vorhin schon hatten, liegt bei vielen in einem selbst. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es auch bei agilen Teams der Fall ist. Weil oft geht es ja darum, auch als guter Scrum Master oder agiler Coach, dass du Probleme siehst, die man im Team vielleicht nicht wahrnimmt, die gemeinsam analysierst und dann guckst, welche Lösung man findet. Und im Idealerweise natürlich dann mit einem aus einem agilen Toolkoffer heraus eine Lösung findet, klar. Aber daher sehe ich da ganz starke Parallelen. Und auch, dass man halt nicht, man ist nicht Mentor für Probleme, um Probleme zu lösen, sondern um Leuten zu helfen, zu wachsen, dass sie, glaube ich, Probleme lösen können an der Stelle. Und gerade bei agilen Teams, würde ich mir mehr wünschen, dass Leute halt auch draufgehen zu sagen, wir schaffen einen starken Fokus, am Anfang einen Rahmen zu schaffen, der eine Gruppe in der Lage ist, sich Themen vorzunehmen und die aufzuarbeiten und nicht, ich stelle euch jetzt mal so hin, dass es gut aussieht oder dass ich glaube, dass es das erste Problem wegnimmt. Ich will eine Gruppe haben, auf die ich ein halbes Jahr später zugehen kann und sehe, wie sie ein Problem nach dem nächsten von ohne mich wegräumt. Also das ist so der Maßstab und Und das geht ist ja leider auch ein bisschen häufig. Ja, und das ist aber genauso auch meine Zielstellung fürs Mentoring, weil wenn wir anfangen oder die allerersten Gespräche, die ich mit meinen Mentees geführt habe, die sind genau daraufhin ausgerichtet, sich gegenseitig bewusst werden, einfach mal um das Rollenverständnis, was auch in jedem agilen Team das A und O ist, die Basis, einmal mal drüber zu reden, hey, welche Rolle habe ich, welche Rolle hast du, wie füllen wir unsere Rollen aus, das ist die Erwartungshaltung dahinter, hinter den Rollen, aber auch in dem Ergebnis, ja, von welchem Ergebnis sprechen wir hier einfach.
ganz klares Erwartungsmanagement, aber auch sich bewusst darüber zu werden, wie man miteinander umgeht, wie man miteinander ja, sich austauscht, dass man auch dort so ein paar grundsätzliche Regeln für sich festlegt, genauso wie ich auch in ein Team reingehen würde als agiler Coach. Und dass man sich auch eine Vision gibt und auch eine klare Idee oder auf eine ganz klare Idee hinarbeitet, damit man auch im Nachgang sagen kann, so hey, das war erfolgreich oder das war vielleicht auch nicht erfolgreich. Und auch bei jedem Gespräch, was ich mit meinen Mentees führe, machen wir wirklich auch ein Check-in. Ähnlich wie in einem agilen Umfeld. Einfach, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, hey, wie geht's dir eigentlich heute? Und wir machen auch ein Checkout, was einer kleinen Retro entgegenkommt, wo ich nochmal ganz konkret auch frage, so hey, was war gut, was war schlecht und wo kann man gegebenenfalls auch beim nächsten Mal sich verbessern, gegenseitig. Und das geht auch nicht nur in meine Richtung als Mentor, sondern natürlich auch stark in die Richtung des Mentees, weil es hat immer einen gegenseitigen Austausch. Von daher, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr Parallelen finde ich eher auch in Richtung agiles Coaching oder Scrum Master. Aber würdest du dann sagen, dass der Schlüssel für ein effektives Mentoring ist dieses klare, auch ein klares Rollenverständnis, dieser Umgang, wie du ihn gerade geschildert hast, auch eine Idee zu haben, wo geht es eigentlich gerade hin, wo wollen wir dem Mentee helfen, uns hin und zu entwickeln und dann halt eben auch solche Reflexionspunkte mit Check-in und Check-out zu haben? Das sind so die zentralen Punkte, die du sehen würdest? Ja, definitiv. Und ich würde auch noch ergänzen wollen, gerade beim Mentoring, was außerhalb oder nicht, sich nicht nur in diesem beruflichen Umfeld abspielt, dass man auch ganz klar seine Grenzen setzen muss. Dass man auch im Vorfeld sich schon im Klaren drüber sein muss, hey, wo sind meine Red Flags, wo möchte ich vielleicht nicht drüber sprechen. Und dass es auch auf beiden Seiten akzeptiert wird, weil es gibt einfach Momente, wo man dann doch auch sehr persönliche Punkte triggert. Und das muss auf beiden Seiten klar sein, dass man sagt so, hey, das geht mir gerade zu weit. Oder auch die Verantwortung aus meiner Sicht als Mentor ist unglaublich wichtig, dass man für sich selber feststellt, hey, dieses Problem kann ich nicht lösen, weil es vielleicht ein Problem ist, wo eher ein Coach ran müsste oder vielleicht auch nochmal therapeutische Hilfe. Und dass man sich da total klar drüber ist und da auch dieses Vertrauen hat und auch diese Ehrlichkeit hat miteinander, dass man das adressiert. Und da sind wir auch wieder beim Thema, witzigerweise, Agilität, Werte, Werteverständnis. Man muss bei einer Mentor-Mentee-Beziehung ein gemeinsames Werteverständnis haben. Weil, wie gesagt, man öffnet sich ja oder man sollte sich öffnen, weil dann kann man auch wirklich erst anfangen, miteinander zu arbeiten und auch so Punkte adressieren, die vielleicht auch im ersten Moment unangenehm sind. Weil gegen Ende, da sind wir beim Thema Komfortzone. Was hilft es mir, wenn ich mein Mentee immer nur wieder bestätige in Verhaltensweisen, nicht gegebenenfalls aber als schwierig empfinde? Sondern genau andersrum muss der Fall sein. Ich muss das Vertrauen und auch den Mut haben und auch von meinem Mentee das Gefühl haben, dass sie offen ist für solche Gespräche und die einfach auch mal klar spiegeln kann, so hey, reflektier noch mal, das war irgendwie komisch, das ist doof und ist bei mir so oder so angekommen. Und aus diesem Grund glaube ich definitiv, dass das wichtig ist, um seine eigenen Grenzen aufzuzeigen, um halt auch wirklich ein sinnvolles und auch ein wertschätzendes Mentor-Mentee-Beziehung aufzubauen. Mhm, passt. Jetzt habe ich bevor ich dich nochmal einen Appell bitten wollte für einen Abschluss, habe ich noch eine Frage offen. Vor allem noch eine ganz kleine Frage offen. Magst du dein Kabel nochmal in die Buchse besser stecken? Wir haben gerade ein bisschen Rauschen bei dir. Ja, weißt du warum? Weil ich aus irgendwelchen Gründen gerade ein Excel-Update hatte. Auch wieder spannend. Das lassen wir drin, das lassen wir ungeschnitten. Leute, macht euch keine Sorgen. Excel-Updates machen die Audioqualität kaputt. Ja. Ich war die ganze Zeit beschäftigt, irgendwelche Fenster zu schließen, wo ich schon dachte so, hä? Aber gut. Na, jetzt geht's wieder, alles gut. Aber die Leute, die den Podcast länger kennen, ich schneide möglichst nichts raus, ich lasse sowas drin, das ist sympathisch. Aber meine Frage, die mich gerade noch ein bisschen interessiert, ist, nochmal ein bisschen sortieren, welchen Impact schafft denn gutes Mentoring? Wir haben jetzt darüber gesprochen, was effektives Mentoring auszeichnet, aber was gewinnt ein Mentee quasi dadurch? Was gewinnt vielleicht auch der Mentor für sich da draus? Und welchen Vorteil hat vielleicht auch eine Organisation durch ein internes Mentoring-Programm? Spannende Frage. Fangen wir vorne an. Was hat ein Mentor? Was hat der Mentee davon? Also da auch aus meiner Erfahrung gesprochen, für meinen allerersten Mentee, Christina, konnte ich die Tür öffnen für einen neuen Job hier in Spanien. Und das aber nur ein kleiner Teil bedeutet, ich als Mentor und wenn ich auch ein gutes Gefühl habe mit meinem Mentee,
glaube ich, ist es einfach mega cool, wenn man Chancen aufzeigen kann, das eigene Netzwerk auch zur Verfügung stellt und neben den ganzen Gesprächen und dem Feedback und den anderen Blickwinkeln und auch mal wirklich auch die Möglichkeit zu haben, Kritik zu äußern, ist es, glaube ich, auch gerade als erfahrener Mentor immer wieder cool, wenn man seinem Menti wirklich konkrete Chancen ermöglicht und nicht nur irgendwie drüber redet und austauscht und sagt so, hey, bewerb dich mal dort oder dort, als Beispiel ja im beruflichen Kontext, sondern ganz klare Chancen ermöglicht und fast so ein klein wenig in Richtung Sponsoring auch geht und sagt so, hey, ich habe da was, vielleicht sind die Schuhe ein bisschen groß, aber ich bin mir sicher, du wächst da rein. Und das ist natürlich für einen Menti, glaube ich, mega cool. Und auch natürlich auch Netzwerk geschaffen, weil ich auch als Senior in dem Moment nochmal ein anderes Netzwerk habe, als vielleicht jemand, mit dem ich das Mentoring mache, die eher im Junior-Bereich unterwegs ist und da auch ganz klar sage, hey, ich stelle dir mein Netzwerk zur Verfügung, damit du dich weiterentwickeln kannst, vor allem halt auch im beruflichen Umfeld. Vorteile für Mentoren, in meinem Fall, ich habe einfach mega coole Menschen kennengelernt. Ich hätte niemals ohne diese Mentorprogramme, wäre ich mit diesen Leuten in Kontakt gekommen, weil sie einfach ganz weit außerhalb meiner normalen sozialen Bubble sind. Und ich habe dadurch auch nochmal ganz andere, in dem einen Fall vor allem auch andere Freundeskreise kennengelernt, weil wir nach 2, 2,5 Jahren wirklich auch eine Freundschaft aufgebaut haben mit meinem allerersten Menti. Und neben diesem sozialen Aspekt lerne ich auch unglaublich viel von den Mentees, weil sie halt auch wiederum einen völlig anderen Blickwinkel in Dinge reinbringen. Und in dem Fall sind sie auch jünger als ich. Und da auch nochmal, es ist einfach krass, wie viel 5, 6, 7 Jahre Unterschied in der heutigen Zeit mit sich bringen. Und es ist einfach verrückt, wie viel ich einfach auch lernen kann. Und auch gerade, wenn man sich weiterentwickelt in der Mentor-Mentee-Beziehung, dass man tatsächlich auch anfängt, so ein klein wenig auch die Rollen unschärfer zu betrachten und ich auch oft selber anfange, ganz viel nach Feedback zu fragen. Und das ist halt einfach super cool, weil es halt auf Augenhöhe stattfindet und es ein unglaublich wertvoller Austausch in meinem Leben geworden ist. Und jetzt mal gucken, auch gerade mit meiner ukrainischen Menti, das wird einfach auch nochmal ein richtig spannendes Ding, weil wir dann nicht nur über kulturelle Unterschiede sprechen, sondern vor allem auch einfach aufgrund der aktuellen Situation nochmal neue Herausforderungen auf uns zukommen. Und das ist auch spannend aus meiner Sicht als Mentor. Man wird immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt, auf die man reagieren muss, kann. Genau, und an der Stelle ist, glaube ich, der Link dann auch wieder zu dem, sich auch bewusst machen, wo man Red Flags und Grenzen setzt, glaube ich, ganz wichtig und was man handeln kann. Absolut, ja. Da sind dann plötzlich Sachen mit hinter, wo man sein Ego zurückstellen muss an der Stelle und sagen muss, von zum Beispiel, keine Ahnung, wenn es irgendwo mal irgendwie potenzielle Kriegstraumata gibt, da gibt es dann Profis für. Und auf der anderen Seite sollte man dafür dann trotzdem nicht zurückschrecken und sagen, wo kann ich helfen? Und ich glaube, das ist dann spannend. Ja, und da sind wir auch wieder bei der eigenen Komfortzone und auch da zu gucken, wie weit kann ich gehen und auch dort Fehler machen dürfen, weil ohne dem kann man einfach nicht lernen. Das ist auch bei einem Mentor-Mentee-Ding genau das Gleiche. Auch ich möchte nicht sagen, bewusst Fehler machen, aber sich dem einfach auch offen sein und auch zugestehen, dass man Fehler gemacht hat, weil nur so kann man lernen. Und da ist man wieder beim offenen Austausch. Und du hattest noch gefragt, welchen Mehrwert oder welchen Vorteil auch unternehmensinterne Mentorings bieten können. Das ist ganz interessant. Ich glaube, der Vorteil oder das Thema Mentoring wird in Unternehmen oft dafür gebraucht, um sich in der Hierarchie voranzubewegen. So. Und interessanterweise sind viele nicht offizielle Mentoring-Programme, also halt eine Beziehung zwischen einem Senior und einem Junior, oft in so einem männlichen Umfeld zu finden. Und das bedeutet auch, dass dann in diesem männlichen Umfeld oft eher ein Sponsoring stattfindet, bedeutet, der Ältere zieht den Jüngeren mit hoch in Richtung Management-Ebene. Da sind wir im sehr klassischen Umfeld unterwegs, ja. Und ich habe den Eindruck, dass die letzten Jahre aber ganz bewusst viele Frauennetzwerke und auch Frauenmentorings in Unternehmen aufgebaut werden. Auch natürlich im Rahmen dieser ganzen Diversity-Diskussion und so weiter. Aber weil ich auch den Eindruck habe, dass gerade man als Frau, und in meinem Fall, ich bin im IT-Umfeld unterwegs, also wo wir eh in der Minderheit sind, auch, dass wir am Anfang hatten, uns gar nicht bewusst sind, welchen Mehrwert wir dieser Organisation liefern können. Und wenn du dann natürlich selbstbewusste Frauen hast, die auch als Role Model agieren können und dann die
meist jüngeren oder weniger erfahrenen Frauen mitziehen, kann das auf einmal eine unglaubliche Kraft mit sich bringen, ohne dass man jetzt von Quote reden muss, sondern einfach nur, weil man sagt, hier sind hochgradig kompetente Mädels am Start, die bisher einfach nicht sichtbar waren, aus verschiedensten Gründen. Mhm. Und durch diese Netzwerke, durch dieses Mentoring machen wir sie aber sichtbar, nehmen sie an unsere Seite und gucken einfach, wo es coole Jobs gibt und geben die Möglichkeit, sich da weiterzuentwickeln. So. Und ich glaube, das ist eine unglaubliche Kraft, die dahinter steht, weil man dann wirklich auch für Diversität in Unternehmen sorgen kann, nebenbei diesen ganzen Frauenquotengeraffel auch bedienen kann, aber einfach auch die ganzen Kompetenzen, die man als Frau mitbringt, natürlich. Man könnte es jetzt Quotensachen nennen, aber man könnte auch an der Stelle sagen, man nutzt die Potenziale von einem wichtigen Teil der Firma, muss man ja auch sagen. Es ist ein ungenutztes Potenzial ansonsten. Korrekt. Und Diversität ist halt auch ganz gut, weil eine Ansammlung chauvinistischer Männer ist nicht immer der beste Weg zum Erfolg. Definitiv nicht. Und aus diesem Grund glaube ich, dass auch gerade mehr informelle Mentoring-Netzwerke innerhalb von Unternehmen eine unglaubliche Kraft haben und auch da einfach anfangen. Weil wenn irgendwie sich so 3-4 Mädels finden, die dann ganz bewusst sich auch nach Role Models umschauen, die nicht unbedingt irgendwie Managerinnen sein müssen, hilft natürlich in klassischen Unternehmen, klar. Aber wenn man einfach in einem kleinen Kern anfängt, ist es heftig, wie viel Sichtbarkeit man innerhalb kurzer Zeit gewinnt und wie groß dieses Netzwerk und diese Community wird und welchen Mehrwert es auch für einen hat. Ich finde den Punkt ganz spannend, dass du sagst, es geht auch darum, die wahre Kraft von guten Mentoring-Programmen liegt auch darin, in der Form, wie du sie jetzt darstellst, ist auch, dass es ein gewisses was Informelles wird, wenn das jetzt plötzlich irgendwie die HR-Abteilung das komplett durchskripten würde an der Stelle, dann ist es irgendwas anderes. Und ich glaube, der Punkt dabei, gerade diese Querverbindung zu schaffen, die sonst nicht entstehen würden, so aus dem Netzwerkgedanken heraus und auch, wie man sich gegenseitig ermutigt und vielleicht auch dabei sogar irgendwann so ein paar Sachen schafft, die man Leuten hilft, so ähnlich wie bei den Programmen, die du dort beschrieben hast, wo, glaube ich, auch ein Stück hintersteckt, wie schafft man einen Anstoß dabei, dass diese Sachen stattfinden, aus dem dann etwas entstehen kann, aus dem man dann aus der unterschiedlichen Art und Weise, wie es gemacht hat, wieder lernen kann. Ich glaube, das ist die Magie dahinter. Und wenn man die versucht einzufangen mit einer Ansammlung an Kochrezepten, ist das Ding halt wieder tot. Und das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Das ist auch die Balance, wo jetzt ja auch zum Beispiel, auch du weißt ja, dass ich ja mein Online-Programm in Mentoring-Programm umbenannt habe, ich halt drauf gucke, es ist ja eigentlich eher passiert, weil ich halt drauf geguckt habe, dass ich erst Online-Programm genannt habe, was heute ist alles online, aber die meisten Leute, die in dem Programm drin sind, haben selber immer wieder gesagt, ich bin hier, weil du uns einen strukturierten Austausch ermöglicht, der mir hilft zu wachsen, und daraus dann Schritt für Schritt die Erkenntnis kam, dass das auch Mentoring ist. Und ich finde den Punkt, den ich tatsächlich an klassischen Fortbildungen halt kritisiere, also den du jetzt auch gerade angesprochen hast, ist, dass sie strukturiert sagen, wir machen erstens, zweitens, drittens. Und eigentlich braucht man an vielen Stellen eher einen Rahmen, der dabei hilft, wie kommt man zum Beispiel zu den Herausforderungen ins Gespräch, um voneinander dann zu lernen und dann zum Beispiel ein Ritual zu entwickeln, dass man dort weiterkommt. Ich glaube, diese Räume zu ermöglichen und ein Vertrauen aufzubauen, dass wenn man strukturierte Lernräume oder halbstrukturierte oder vielleicht auch informelle Räume schafft, dass dann einfach eine Chance ist, dass sehr viel mehr passiert, anstelle, dass wir die Leute halt auch einfach nur voll dampfen mit irgendwelchen Methoden. Das ist das, wo ich hoffe, dass sich in der Richtung halt sehr, sehr viel mehr noch bewegen wird. Ja, besser hätte ich es, also super zusammengefasst, spricht mir quasi aus meiner Seele. Und aus diesem Grund bin ich auch einfach nur mega dankbar für die Chance, dass es sich so entwickelt hat und dass ich jetzt schon einige Frauen begleiten durfte. Und ich freue mich auch mega auf die weiteren Schritte, weil wie gesagt, man kann auch einfach nur lernen. Die Lernkurve ist jedes Mal erstaunlich, weil es natürlich auch um Menschen geht und jeder Mensch ist anders. Und das ist halt mega faszinierend, weil was bei dem einen funktioniert, heißt noch lange nicht, dass es beim anderen funktioniert. Absolut. Claudia, danke für deinen Einblick. Das hat unglaublich Spaß gemacht, sich mit dir dazu auszutauschen. Und ich hoffe, alle anderen haben auch viel mitgenommen. Meldet euch gern auch nochmal und sagt, wenn ihr eine offizielle, saubere Definition habt, wie Mentoring und Coaching sich auseinanderpflügt an der Stelle. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dann. Vielen Dank. Ciao, ciao.